Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem kleinen Vlog. Ich dachte, wie gesagt, ich mache mal wieder ein bisschen mehr YouTube. Und ja, bietet sich heute einfach an. Heute ist Montag. Wir haben es jetzt. Eine Sekunde. Kurz vor 5. Ja, also so meine Aufstehzeit. Ich bin seit 4:30 Uhr ungefähr wach. Ja, 4:40 Uhr, 4:30 Uhr. Und mache jetzt erstmal meine Push-Ups. Ganz normal wie jeden Morgen Liegestütz, halben Liter Wasser trinken. Viele von euch kennen meine Morgenroutine schon, sonst habe ich die schon bei Instagram hochgeladen, bei TikTok hochgeladen. Könnt ihr sonst mal abchecken. Ja, immer erstmal Bett machen, halben Liter, eher 600, 700 Milliliter kaltes Wasser trinken, Gesicht waschen, Push-Ups machen und ein bisschen Workout machen. Und dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, jetzt gibt es hier Pre-Workout-Mische. Jeden Morgen vor der ersten Einheit. Ja, kleines Pre-Workout und ein Stück Ingwer. Das gibt es immer roh bei mir auch jeden Morgen. Super gut fürs Immunsystem, aber auch für den Magen. Schmeckt so semi gut. Rohes Stück Ingwer. Ja, der schon mal gegessen hat. Gibt einen frischen Durchzug. So, dann. Bei mir EAAs. Ihr wisst Bescheid, alle essentiellen Aminosäuren, Muskelschutz, wir sind ja gerade in der Diät, heißt ja optimale Versorgung, gerade wenn ich auf nüchternen Magen trainiere, bis auf das Stück Ingwer, das ich jetzt mal nicht so dazu zähle, das wäre mir immer EAAs. Ihr habt hier einfach Leucin, Isoleucin, Valin, Tryptophan, Lysin, Methionin, Threonin und Phenylalanin. Und hier ist sogar noch die semi-essentielle Aminosäure L-Tyrosin mit drin. Das ist auch unter anderem gut für den Fokus. Und ja, Geschmack Cola, Geschmack Eistee Pfirsich und Orange sind meine Favorites. Wie immer, kleine Werbung. Aber wer mich supporten will mit Boomer J10, spart ihr auf Sekt Plus und Health Plus 10%. Danke an alle, die mich supporten. Glutamin, jetzt gerade im Winter, gut fürs Immunsystem. Die am häufigst vorkommende Aminosäure im Körper, kann der Körper allerdings ansonsten auch selber herstellen. Studien zum Muskelaufbau sind, glaube ich, bisher nicht so eindeutig, aber für die Darmflora und für das Immunsystem auf jeden Fall essentiell oder sehr gut. Deswegen gibt es das bei mir aktuell morgens auch wieder. Ja, Kickdown, kleiner Booster, nicht zu oft, nicht jeden Tag, aber beim ersten Training auch eine kleine Portion. Meistens nehme ich dann nur so mäßig die halbe Portion. Oder Scheiß drauf. Nehmen wir nicht nur die halbe Portion. Normal heute mal. Damit das hier zündet. In der Diät. Wir wollen abnehmen. Beta-Alanin solltet ihr mittlerweile alle wissen. Wie. Oh, das sieht aber Ebbe aus hier. Wie Kreatin auch tägliche Einnahme. Ja. Untergräbt so ein bisschen die Übersäuerung in den letzten Wiederholungen. Beim Training, so dass dieses Brennen ein bisschen hinausgezögert wird und ihr noch ein bisschen länger könnt. Ich habe aber noch eine Dose. Gott sei Dank schon auf Vorrat. Und natürlich Kreatin. Kreatin auch jeden Tag 5 Gramm. Ganz wichtig. Das best erforschteste Supplement. Das halt auch einfach wirkt, keine Nebenwirkungen hat. Und gerade übrigens auch als Veganer und so super. Weil es natürlich sonst in Fleisch vorkommt, aber in Fleisch auch in so geringen Mengen, dass es kein extrem. Vorteil für den Muskelaufbau extra oder so hat, dann müsstet ihr irgendwie keine Ahnung, wie viel Kilo Rindfleisch am Tag essen. Das wollen wir natürlich nicht. Deckel habe ich nicht. Dann muss ich gleich mal. Ja, das ist auf jeden Fall meistens mein Pre-Workout. Und dann werde ich jetzt gleich lesen, meinen Tagesjournal machen und so ein Kram. Und da werde ich es dann nebenbei auch schon trinken. Und dann wird.
So, und jetzt ist es ja, morgens meistens so, dass ich erstmal ja, auch lese, aber unter anderem auch lerne, denn ich mache nebenbei jetzt gerade noch die Ausbildung zum veganen Ernährungsberater. Die Ernährungsberater-Lizenz habe ich ja schon. Aber für die, ja, ich sage jetzt mal, für die Unterlagen wollte ich auch gerne mal den veganen Ernährungsberater. Das meiste wusste ich schon, und ich sage ich sage bewusst, in der Vergangenheit wusste ich schon, weil ich natürlich viele Sachen auch wieder auffrische. Das heißt, man kann sich ja nicht immer alles merken. Ich lese normalerweise so eine Bücher und habe schon mehrere solche Bücher gelesen. Unter anderem hier auch mein Lieblingsbuch, das ich jedem empfehlen kann. Für mich wie die Ernährungsbibel How Not to Diet und How Not to Die von Michael Greger. Und das ist jetzt auch hier, okay, man muss dazu sagen, fairerweise, hier sind auch ein paar Seiten Studien. Ach nee, stimmt, in dem ist das gar nicht. In dem ersten Teil sind hinten ganz viele Studien. Hier ist das so, dass man das abrufen kann im Internet, die Studien. Weil er arbeitet halt nur evidenzbasiert, was bedeutet nur nach Studien und nach der Wissenschaft, nach Fakten. Und stimmt, er hat die Studien, aber die sind, die kann man, glaube ich, im QR-Code oder so scannen oder auf der Internetseite abrufen. Und dann kann man die da nachlesen. Bei dem ersten Buch waren sie noch hinten alle drin. Auf jeden Fall deswegen, dann nochmal hier Bonuspunkte für mich. Das Ding hat mit Inhaltsverzeichnis nämlich ja, über 750 Seiten. Und das habe ich schon zwei oder dreimal gelesen. Ich habe es auch schon auf Englisch als Hörbuch gehört und auch schon auf Deutsch aufs Hörbuch. Und ich habe hier auch immer überall Sachen markiert. Also ja, ist immer irgendwo was dann mit Marker markiert, dass ich mir dann immer mal wieder neu durchlese. Also es ist dann einfach das Buchaufschlag, die Stellen mir angucke, um das Wissen immer wieder aufzufrischen, weil wenn man solche Bücher liest, dann ist das halt so viel Wissen, dass man das manchmal nicht beim ersten Mal behält. Und deswegen ist es so cool mit der Lizenz. Ich wollte sie ursprünglich nur machen, damit ich sie für die Unterlagen habe, dass man auch sagen kann, ey, ich bin Ernährungsberater, ich bin aber spezialisiert auf Veganismus. Und dass man dann nicht nur sagen muss, ja, ich bin selber vegan seit Jahren und ich habe viele vegane Bücher gelesen, nein, sondern man hat auch nochmal eine Lizenz hier, ich bin wirklich veganer Ernährungsberater. Das kommt dann immer noch ein bisschen besser. Und hier ist halt jetzt sehr viel Wissen drin, was ich schon mal irgendwie gewusst habe oder teils auch noch gespeichert habe, das jetzt nochmal aufgefrischt wird. Und das ist halt echt cool, deswegen macht mir das auch echt Spaß. Sind auch schon ganz gut, wir haben schon hier alle Module einmal durchgearbeitet. Jetzt werden sie natürlich nochmal ein bisschen verinnerlicht, dass wir dann die Prüfung auch meistern. Und das mache ich jetzt aktuell morgens immer. Also, ich werde jetzt hier ein bisschen mein Brain auffrischen und dann melde ich mich danach. So, und wie jeden Morgen gibt es dann noch Tagesjournal. Heute ist der 17.01. Da schreibe ich dann immer noch auf, für was ich dankbar bin. Meistens, um mir das immer noch bewusst zu machen. Oder abends, wenn ich das abends mache, dann schreibe ich auf, was an dem Tag gut gelaufen ist, was positiv war, was mir gefallen hat, sage ich mal. Und so halte ich das immer fest. Das ist echt cool, wenn man das irgendwann mal so durchblättert. Dann hat man echt einige Sachen. Und genau, ich notiere am Rand immer, wie oft ich trainiert habe. Wir waren nämlich letztes Jahr bei 459 Trainings in ungefähr 320 Tagen. Abgezogen sind Sonntage und ein, zwei Rest-Days, die ich mal gemacht habe. Und die Tage, wo ich natürlich auch krank war oder urlaubsbedingt oder aus einer anderen Veränderung nicht trainieren konnte. Und deswegen waren das dann insgesamt ungefähr 320 Tage, 459 Trainings. Und damit war ich ganz zufrieden. Und genau, das schreibe ich mir immer am Rand auf. Und das mache ich auch jeden Tag. Kann ich nur empfehlen, das mal zu machen, Leute, dass ihr das einfach mal festhaltet, weil man das viel zu selten macht, leider diese Dankbarkeit, nicht alles als selbstverständlich zu sehen. Es ist alles so normal geworden, dass wir trinken, Pre-Workout trinken, dass wir lesen können, dass ich eine Ausbildung nebenbei machen kann, einen Laptop habe, ein Handy für 1.000 Euro, was weiß ich. Das ist alles so normal und dass man das alles mal wieder zu schätzen weiß, weil viele einfach gar nichts haben, nicht mal annähernd sowas und man eigentlich ganz schön im Reichtum lebt und gerade in dieser Negativzeit, die wir gerade aktuell haben, aufgrund der Situation, man oft vergisst, dass man trotzdem noch ganz schön viel hat. Ja. No front an die Leute, die natürlich, denen es trotzdem schlecht geht. Ich finde das immer sehr schwierig zu sagen, ja, sei doch mal dankbar für das, was du hast, aber tu jetzt nicht so, weil es dir so ein bisschen schlecht geht, weil du das und das mal nicht hast. Ist immer schwierig, weil wir in dieser Gesellschaft groß geworden sind und hier leben, ändert das dann oft nichts, dass es einem trotzdem schlecht geht. Ja? Und wenn es einem schlecht geht, dann
ist es dann auch schwierig zu sagen, ja, bei denen und denen geht es viel schlechter, weil man oft gar keinen Bezug dazu hat. Das heißt, wenn man sich schlecht fühlt, fühlt man sich halt schlecht. Worauf ich hinaus will, ist, dass man dennoch immer nicht vergessen sollte, dass wir hier ziemlich viel haben und man trotzdem immer dankbar sein sollte und sich dann immer mal wieder zurück, also ein bisschen bodenständiger sein sollte und ein bisschen gucken sollte, ey, was habe ich wirklich? Dass dieses, auch wenn ich schlecht drauf bin, auch wenn ich in einer schlechten Situation bin oder etwas als negativ wahrnehme, immer noch ziemlich viel habe. Ja, und diese Sachen, die dann für mich eigentlich selbstverständlich sind, wenn jemand sagt, ah Mist, ich habe das und das Auto kaputt gefahren, das ist jetzt richtig doof, dann ist das natürlich doof. Ja, und dann brauche ich dann nicht sagen, ja, aber ey, guck mal, das ist dann doof. Aber dennoch versuch dich einmal darauf zu fokussieren, was du dennoch hast, ja, dass du ein Dach über dem Kopf hast, genug essen kannst, genug trinken kannst. Und wenn du dann in so einem negativen Loch bist und dich auf das fokussierst, für was du dankbar sein kannst, dann kannst du oft nicht gleichzeitig schlecht drauf sein. Weil wenn du dankbar bist, ist es sehr schwierig, am Boden zu sein, traurig zu sein oder negativ zu denken, weil man dann doch sich bewusst macht, boah, krass, ich habe doch noch ganz schön viel. Ich hatte das auch einmal, dass ich spazieren war und dann war ich auf so einer Lichtung und irgendwie schoss es mir dann in den Kopf, mal einmal alles aufzuzählen, für was ich dankbar sein kann. Ich habe es natürlich nicht geschafft, weil es zu viel war, aber einmal so eine Liste durchgehen, okay, für was könnte ich denn jetzt alles dankbar sein? Und es hat angefangen von, dass ich frische Luft haben darf, dass ich Klamotten tragen darf, dass ich nicht nur Klamotten tragen darf und genug habe, sondern auch die tragen darf, die ich mir aussuche, dass ich essen kann, was ich möchte, dass ich trinken kann, was ich möchte, dass ich Bücher lesen kann, die ich möchte, dass ich ein Auto habe, dass ich eine Arbeit habe, dass ich Leute habe, die mich gerne mögen, dass ich Leute habe, die ich gerne mag, dass ich Schuhe tragen kann, die ich will, dass ich Sportsachen kaufen kann, die ich will. Etc. pp. So von ganz simplen Sachen, dass ich schlafen darf, dass hier kein Krieg ist und so weiter. Von ganz simplen Sachen zu dann auch ein bisschen detailliertere Sachen, ein bisschen mehr Kleinkram. Und es ist unfassbar. Macht das mal, versetzt euch mal richtig rein, nehmt euch mal ein paar Minuten Zeit, setzt euch einfach hin, irgendwo an einen stillen Ort und geht alles durch, für was ihr dankbar sein könnt, was andere eventuell nicht haben oder einfach für was ihr dankbar sein könnt. Und das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Und wenn man sich das immer mal wieder hervorruft, dann ist es auch viel einfacher, positiv zu denken oder positiv zu bleiben. Weil selbst wenn einem was Doofes passiert, denkt man immer noch, boah, aber ich habe noch über hunderte Sachen, für die ich dankbar sein kann, die ich noch habe. Und das macht vielleicht nicht jede Situation besser, wenn man in einer traurigen Situation ist, um Gottes Willen, aber es hilft oft so ein Stück, ein bisschen aus diesem tiefen Loch oder vom Boden hochzukommen. Und einfach nicht auch alles als selbstverständlich zu sehen. Ja? Das ist mein kleiner hier Mindset-Talk am Rande. Aber jetzt wird erstmal trainiert und dafür sind wir auch dankbar. Als ich zum Beispiel neu krank war, dachte ich mir auch so, boah, wie gern würde ich wieder trainieren. Und es war so selbstverständlich, dass man trainieren darf, dass man es dann einfach jeden Tag gemacht hat. Aber wenn man dann krank ist, meistens erst, wenn einem was weggenommen wird oder wenn man was nicht hat, wird einem bewusst, dass es fehlt und erst dann ist man dankbar. Ja? Wenn man die ganze Zeit Strom hat, ist es in Ordnung. Und erst, wenn man keinen Strom mehr hat, wenn es mal ausfällt, denkt man so, kack, ich habe gar keinen Strom mehr, ich bin ja voll aufgeschmissen. Oder nur wenn man ungesund ist, also wenn man krank ist, wird einem bewusst, wie schön ist es ist, eigentlich gesund zu sein. Man sagt ja immer, Gesunde haben etliche Wünsche oder tausende Wünsche und ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch. Und ja, wenn man krank ist, denkt man so, oh Mist, wie schön war das, gesund zu sein und so weiter. Und oft wird einem das erst bewusst, wenn man gewisse Dinge nicht mehr hat. Deswegen, Leute, versucht jeden Tag für irgendwas dankbar zu sein. Kann ich nur empfehlen, aber jetzt genug gelabert. Es geht los mit Training. So Leute, lesen fertig, gelernt fertig. Jetzt eben habe ich schon 20 Minuten Fahrrad gemacht, habe ich vergessen zu filmen. Verzeiht es mir. Und jetzt geht's ab nach draußen. Jetzt wird ordentlich gelaufen. Der Lauf wäre erledigt. War eine gute Runde. Und jetzt geht's direkt straight weiter, ohne Pause. Workout machen, Hip-Workout steht noch an, für Kraft und so weiter. Also, let's go.
10 zu 1 und 4 über. Walkout Squat mit Push-Up und dann Jump. Explosive Sit-Ups. MMA Push-Ups und High Jump. Ihr macht jede Übung 10 Mal. Dann ohne Pause jede Übung 9 Mal. Ohne Pause jede Übung 8 Mal. Ohne Pause jede Übung 7 Mal und so weiter. Bis ihr bei 1 angekommen seid. Alles ohne Pause. Ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alles ohne Pause und jede der für Übungen so oft. Workout ist aus No Excuses von Coach Said, einer meiner Lieblingscoaches. Die Quellen wollen wir hier nennen. Ist kein Workout, was ich mir ausgedacht habe, aber welches ich immer wieder gern benutze, weil es ordentlich knallt. Ne? Workout fertig, noch schön geduscht, schnell, immer am Ende noch kalt abduschen, beste, so starten wir fresh in den Tag. Jetzt habe ich hier mein Meal Prep, ich habe hier Grießbrei, da benutze ich immer den hier, freche Freunde, beste, ist auch nur Grießbrei und ein bisschen Bananen drin. Dann habe ich dazu noch hier Proteinpulver, mein Lieblingsprotein, vegan, Rice, Vanille. Nährstoffoptimizer gibt es wie immer für die optimale Nährstoffaufnahme. Dann Obst, jeden Tag ordentlich Obst. Keine Angst vor Obst, Leute. Keine Angst vor Fruchtzucker. Aber immer im ganzen Obst, nicht isoliert in Säften oder irgendwie sowas. Da habt ihr dann die reine Fructose ohne sekundäre Pflanzenstoffe und ohne pflanzliche Ballaststoffe. Deswegen immer ganzes Obst essen und dann auch vernünftig und ordentlich. Dann braucht ihr auch keine Angst haben. Leinsamen und Zimt sind auch mit drin. Bei Zimt immer schön Ceylon-Zimt nehmen. Das ist der gesündere Zimt, nicht den Kasia-Zimt. Und wenn hinten nichts draufsteht, ob es Kasia oder Ceylon ist, dann ist es meistens Kasia. Also immer darauf achten, dass extra Ceylon draufsteht. Ich benutze hier am liebsten den hier. Lidl hat aber auch, habe ich jetzt aber nicht mehr hier, Lidl hat auch einen Ceylon-Zimt. Der ist etwas günstiger. Ja, Mandarin oder nee, Clementin sind das, Banane, Apfel. Und dann ist das erstmal mein Post-Workout-Meal und sozusagen auch mein Frühstück. Zum Frühstück immer Obst, auch immer erst das Obst essen, dann die dollere Mahlzeit, sage ich mal. Und die Supplemente, jetzt gibt es meistens auch EAAs oder so. Nach dem Training und das war's dann auch und dann geht's zur Arbeit und ich melde mich danach wieder. Feierabend, gerade nach Hause gekommen, habe jetzt gerade noch 4 Maiswaffeln gegessen, mache ich immer so als kleinen Pre-Workout-Snack, esse ich auf Maiswaffeln und jetzt gibt's 20 Minuten Powernap, mache ich meistens auch nach der Arbeit, 20 Minuten kurz pennen und dann ist das für mich wie so ein Reset, dann wieder starten, dann geht's weiter. Am Anfang erstmal ein bisschen schwer hochzukommen, würde natürlich gerne weiter pennen, aber das klappt eigentlich immer ganz gut und nach ein paar Minuten, wenn man ein bisschen wach geworden ist, dann hat man auf jeden Fall irgendwie mehr Leistung, oder zumindest bei mir, so müsst ihr mal ausprobieren. Aber man darf diese 20, 30 Minuten, sag ich mal, nicht überschreiten, weil sonst habe ich immer das Gefühl, dass ich in so einen anderen Schlaf, in eine andere Schlafphase komme und dann ist das Aufstehen echt eklig und dann bin ich meistens danach auch richtig gerädert. Deswegen nur 20, maximal 30 Minuten. Das machen wir jetzt und danach geht's auf in die zweite Trainingseinheit. So Leute, auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Nächster Booster kommt bestimmt. Richtig, Booster, Kickdown drin, EAAs drin, nochmal eine kleine Portion Kreatin, Glutamin und Beta-Alanin. Das gibt es jetzt Pre-Workout und dann geht es jetzt auf ins zweite Training. Powernap ist gemacht, wir sind fit, ab geht die Party. Ja, mal gucken, was wir heute beim Boxen machen. Ich weiß noch gar nicht genau, was ansteht, aber werden wir gleich sehen. Ich werde auf jeden Fall so gut es geht filmen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich filmen kann. Es kommt immer darauf an, wie intensiv das Training ist und was wir machen. Aber ich versuche euch auf jeden Fall ein paar Eindrücke zu geben. In diesem Sinne, bis später, beziehungsweise bis gleich. Jetzt fahren wir mal los. Thank you.
Zimt, Banane, Datteln, Eiweißpulver, ein veganes Eiweißpulver von Sekt Plus natürlich, im Geschmack Kokos. Und dann gieße ich darüber diese Mandelmilch. Ich benutze für sowas oder auch für Porridge oder für generell irgendwelche Süßspeisen, wo Milch drin ist, immer entweder Mandelmilch oder Kokosnussdrink. Einfach aufgrund dessen, weil die am wenigsten Kalorien haben. Die haben hier zum Beispiel 14 Kalorien. Und Kokos hat auch so um die 13, 14. Maximal meistens irgendwie 20. Und dann spart ihr euch ordentlich Kalorien, aber habt trotzdem ganz guten Geschmack, als wenn ihr es jetzt mit Wasser macht. Bei Kaffee zum Beispiel nehme ich lieber Soja Light oder Hafer. Obwohl ich gerade gar keinen Kaffee trinke. Ich meine bei Tee, bei so Rooibos-Tee oder Schwarztee, da benutze ich dann immer Soja Light oder Haferdrink. Aber als ich noch Kaffee getrunken habe, habe ich da auch immer Haferdrink oder Soja Light. Oder Erbse von unbezahlter Werbung Fly. Das sind so meine Lieblingsmilchsorten. Und jetzt trinke ich aktuell am liebsten für sowas Kokosnussdrink oder Mandel. Da ist mir eigentlich egal, welche Marke. Und wenn ich aber irgendwas habe, was ich trinke, dann am liebsten von Fly die Erbsenmilch oder von Alpro die Not Milk, 1,5%, glaube ich. Die schmeckt wirklich fast genau wie Milch. Oder von Alpro die Soja Light. Die schmeckt auch gut. Ja, das werde ich mir jetzt genehmigen. Und dann war es das für heute auch. Ist schon 9:30 wieder, also viel zu spät, wenn man um 5 aufsteht. Mal gucken, ob das was mit 10 Uhr schlafen gehen wird. Ja, ansonsten danke ich euch fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Checkt auch gerne, wie gesagt, Instagram ab, wenn mich supporten.